Wenn Sie als Patient zu uns in die Notaufnahme kommen, werden Sie nach der ersten administrativen Aufnahme von unserer Triagepflegekraft erst eingeschätzt. Hier legen wir die Behandlungsdringlichkeit Ihrer Behandlung fest. Dies erfolgt nach dem Manchester Triage-System. Es gibt dort 5 Stufen: Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau. Guten Morgen, nehmen Sie doch bitte Platz. Um was geht es denn bei Ihnen? Ich habe Schwindel und starke Kopfschmerzen. Arm? Genau. Das drückt jetzt auch ein bisschen, nicht erschrecken. Ne? Allergie? Nein. Bei Bagatellverletzungen und oder Erkrankungen, die schon seit längerem bestehen und keine akute Bedrohung der Lebenszeichen bei Ihnen besteht, nehmen wir eine grüne oder blaue Ersteinschätzung bei Ihnen vor. Dies kann mit deutlich längeren Wartezeiten einhergehen, da bei uns die Notfälle immer an erster Stelle stehen. Guten Tag, Müller mein Name, hallo, ich bin Aufnahmearzt. Kommen Sie rein, nehmen Sie schon mal Platz auf der Liege. In der zentralen Notaufnahme des Klinikums Schwalmstadt behandeln wir jährlich ca. 20.000 Patienten. Zur Behandlung unserer Patienten stehen uns verschiedene Behandlungsräume zur Verfügung. Wir werden auf jeden Fall auch mal Blut abnehmen, EKG schreiben. Ja. Zum einen haben wir eine Überwachungseinheit mit 7 Behandlungsplätzen, die zur Überwachung der Lebenszeichen ausgestattet sind. Tut das weh? Nein. Alles klar. Tun Sie mal meinen Finger hinterher. Okay, nach oben, nach unten. Okay. Können Sie mal die Zunge rausstrecken? Okay. Mal beide Hände geben. Mal feste drücken. Alles klar. Wenn bei Ihnen eine sogenannte Schnittbilddiagnostik nötig wird, steht uns unser CT zur Verfügung. Das CT ist eine Röntgenuntersuchung, in der wir Körperregionen gezielt untersuchen können und uns so einen genauen Überblick über zum Beispiel das Gehirn, den Brustkorb, den Bauchraum verschaffen können. Typische Krankheitsbilder oder Verletzungsbilder, die im Schockraum behandelt werden, sind klassischerweise Patienten, bei denen zum Beispiel die Atmung oder das Kreislaufsystem akut bedroht sind. Klassisches Beispiel sind Patienten nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand, die erfolgreich wiederbelebt wurden oder immer noch wiederbelebt werden müssen, oder Patienten nach einem schweren Unfall, die eine schwere Verletzung davongetragen haben. Hierzu steht uns ein Schockraumteam zur Verfügung, welches aus Ärzten und Pflegekräften aus verschiedenen Disziplinen zusammensetzt. Das heißt, hier wird interdisziplinär gearbeitet, sodass wir innerhalb kürzester Zeit zum einen eine Stabilisierung des Patienten und seiner Lebenszeichen herbeiführen können und zum anderen eine schnelle Diagnostik erzielen können. Falls bei Ihnen ein Herzinfarkt festgestellt wird, steht uns zur sofortigen Behandlung ein Herzkatheterlabor zur Verfügung. Dort können wir an 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr das verschlossene Gefäß, das sogenannte Herzkranzgefäß, wieder eröffnen und Ihren Herzinfarkt behandeln.